Zurück in Straßburg bei Graf Magnus von Krumperburg. Wir haben in der letzten Folge unseren Freund verloren, der verstorben ist, hier unser Schwiegervater. Gleichzeitig haben wir aber neue Freunde gefunden und haben auch einen Anspruch bekommen. Wir haben insgesamt drei Ansprüche, einmal gegen Püttlingen, dann auf Breisgau und vor allem, der ist wichtig, auf die Grafschaft von Sundgau. Und das werden wir heute angehen. Das werden wir auch sofort machen. Wir werden da gar nicht lange warten und eben den Krieg erklären, um eben genau diesen Anspruch zu bekommen. Wir sind stärker, wenn unsere Bündnispartner alle dabei sind. Und deswegen werden wir das machen. Es kostet uns Prestige, aber wir haben genug Prestige. Und danach können wir dann das Herzogtum Elsass gründen. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall erstmal machen. Sehr schön. Und wir werden unsere Bündnispartner mit reinrufen. Hier oben, genau. Ihn hier einmal. Das kostet normalerweise auch Prestige. Aber das ist, wie gesagt, auch erstmal in Ordnung. Wählen unsere Truppen wieder hier hinten aus. Und warten dann auf unsere Bündnispartner. Mindestens auf den hier. Die sollten schon reichen. Ich weiß gar nicht, wo sein Bündnispartner ist. Okay, der geht schon direkt los. Also der will gar nicht warten. Und unsere Ehefrau ist schwanger. Sehr schön. Gute Nachrichten. Okay, der geht direkt da rein. Das heißt, wir gehen da direkt hinterher. Schlacht sieht sehr gut aus. So. Schlacht haben wir gewonnen. Können wir ja auch mal anschauen. Hat 27 Kriegspunkte gebracht. Wir haben 68 Verluste. Die hatten 212. Und der Befehlshaber von ihnen ist festgenommen worden, was ebenfalls sehr schön ist. Und wir konnten einen sogar erschlagen. Wunderbar, es gab eine Fraktion, da könnten wir auch mal durchschauen. Und wir haben einen bemerkenswerten Gast, und zwar Visbur, die in Heilkunst ausgebildet ist. Sie ist ein Jungarzt. Sehr gebildet. Wir könnten sie eventuell als unsere Ärztin einstellen. Es dürfte 25 oder 20 Dukaten kosten. Das machen wir mal. Und sie wird einfach unsere Ärztin. Hier an Hof, genau. Und dann einen Arzt suchen. Nee, da können wir sie ja auswählen. Jetzt ist die Frage, wie ging das nochmal? Hier haben wir sie. Können wir mit Rechtsklick hier sagen, dass sie als Hofarzt einsetzen? Genau. Das ist doch perfekt. Wunderbar. So, wir sind jetzt dabei hier. Das heißt, wenn wir das hier besetzen, es gibt ja nur die eine Stadt. Wenn ich mich nicht täusche, weil es hier nur eine Provinz ist. Das dauert 10 Monate, das dürfte in Ordnung sein. Man könnte der Truppe hinterherjagen und dann hoffen, dass man da irgendwie den Grafen da festnimmt. Ich glaube auch, wenn wir das Ding hier gewinnen, dass der Graf dann quasi unser Höfling wird. Oder er läuft halt weg. Da müsste man halt eben schauen, wie wir damit umgehen. Eventuell versuchen, den zu reintegrieren. Was zu unserem Charakter gut passen würde. Wobei er doch schon gewissermaßen arrogant ist. Aber wobei, das wäre halt eben, das würde eben wirklich gut passen, selbst als arrogante Person. Nochmal so diesen Stellenwert klar zu machen zwischen den Personen. Young da auf jeden Fall hinterher. Und er kommt jetzt nochmal da reingelaufen. Okay.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt kommen da unsere Bündnispartner noch mit rein. Okay. Und wir haben eine Tochter bekommen. Wird vorgeschlagen, dass wir sie Serhilda nennen. Ja, unsere erste Tochter heißt ja wie unsere Ehefrau. Unser erster Sohn heißt wie wir selbst. Jetzt könnten wir mal überlegen. Wir haben keine Freundin an sich. Außer unsere Ehefrau. Ja gut, sie ist aber nicht unsere Freundin. Man könnte sich auch noch mit ihr anfreunden. So, ansonsten hätte ich sie nach irgendeiner Freundin benannt. Was für einen Namen haben wir denn? Vorfahren haben wir aktuell noch keine. Hat denn unsere Ehefrau irgendwelche Präferenzen, was das angeht? Sie ist eine religiöse Eiferin. Man könnte also einen katholischen Namen nehmen. Christine, Jutta, Juliana, Joan, Helene, Anna, Clemencia. Ich glaube, wir nehmen Christine, wenn das denn jetzt hier nochmal kommt. Weil das war eigentlich ganz passend. Oder Katharina. Katharina ist auch ganz gut. Ich denke, wir nehmen Katharina, weil sie ja eine religiöse Eiferin ist. Nehmen wir da einen guten katholischen Namen. Geben da den Vorzug unserer Ehefrau, was die Namensgebung angeht. Und beim Sohn können wir da dann diesen nach unserem besten Freund benennen, beispielsweise. Beziehungsweise in der schwäbischen Variante. Falls ihr irgendwelche passenden Namen habt für irgendwelche zukünftigen Mitglieder der Dynastie, könnt ihr die gerne auch in die Kommentare packen. Sofern diese rollenspielerisch auch Sinn machen. So, hier haben wir Beziehungen verbessert. Und hier gibt es einen Krieg. Bauernaufstand. Und er hier, wer ist das? Ein Riese. Okay. Gut, da werden wir uns aber nicht beteiligen. Auch wenn wir unsere Diskrepanzen haben, aufgrund unseres besten Freundes mit dem König, werden wir uns an einer Fraktion nicht beteiligen, erstmal. So, und wir können Frieden schließen, weil wir ihn hier gefangen genommen haben. Das werden wir dann direkt auch machen, die Forderung erzwingen. Und damit haben wir auch unsere nächste Grafschaft unter unsere Kontrolle gebracht. Wir werden diese erstmal alle auflösen. Und wir sollten jetzt die Möglichkeit haben, das Herzogtum zu schaffen. Das können wir aber nicht, weil wir dafür noch 250 Dukaten brauchen. Okay. Das sollte aber, wie gesagt, kein Problem sein. Wir müssen aber als erstes jetzt wieder die Gemeindekontrolle erhöhen. Das haben wir ja schon mal erfolgreich hier in Colmar hinbekommen. Da haben wir die Kontrolle jetzt von 100. Wir haben da eine Volksmeinung von 47. Genau, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier unseren guten Ratsmarschall, der wirklich gute Arbeit macht, aber wir müssen kurz nochmal weiterlaufen lassen, damit das erstmal hier quasi geupdatet wird. Den schicken wir hier hin. Steuern eintreiben ist da erstmal in Ordnung. Entwicklung wäre zukünftig eine Sache, die wir angehen könnten. Aber erstmal werden wir auf die 250 Dukaten quasi sparen. Das hier Ding ist auch bald vorbei. Ich werde mal wieder umschauen, wen wir da finden bezüglich Magnus, wo wir ihn da hin verheiraten werden. Und ich werde euch dann berichten, welche Kandidaten ich da in der näheren Auswahl habe. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und tatsächlich werden wir das so ein bisschen machen, wie ich es gerade eben schon angekündigt habe. Und zwar haben wir hier Adelheid Etichronen. Und zwar ist das die Tochter des früheren Grafen von Sundgau und von Colmar. Mag zwar ein bisschen merkwürdig sein, aber damit können wir quasi auch diese Person wieder so zurückintegrieren und zu uns ein bisschen regional festigen.
Damit können wir unsere eigene Herrschaft quasi so ein bisschen legitimieren, indem wir ja sagen, ja schaut mal, die Tochter des früheren Grafens ist ja jetzt quasi mit unserem Sohn verlobt und so gibt es so eine legitime Nachfolge, was das angeht. Alle anderen Kandidaten waren eher uninteressant. Es gab zwar hier irgendwelche Baronien hier in Wales beispielsweise oder auch in Kroatien oder sonst was, aber das sind alles Barone, die sehr weit entfernt sind. Das sah ich eher, ja, eher uninteressant. Wie gesagt, Baronen, keine Grafen oder so. Und da finde ich das hier dann tatsächlich dann doch ein bisschen realistischer. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass wir das auch hinbekommen. Indem wir hier draufklicken. Da und dann wählen wir sie hier aus. Genau. Ich denke, das passt ganz gut. 4 Jahre Unterschied ist in Ordnung. Machen wir. Kurzer Geduldsfaden. Ich habe Engeltrudis dabei zugesehen, wie sie mit anderen Kindern spielte, als Radbot plötzlich versuchte, sie zu Boden zu schubsen. Bald brach eine Prügelei zwischen den Kindern aus. Okay, die beiden prügeln sich also. Engeltrudis und Radbot. Wir haben da 3 Möglichkeiten. Ja, wir könnten sagen, Engeltrudis teilt so gut aus, wie sie einstecken musste. Oder Engeltrudis muss lernen, dass man mitunter auch die andere Wange hinhält. Oder Engeltrudis sollte sich nicht zu lange mit solchen Dingen beschäftigen. Ja, vorher hatten wir ja gesagt, okay, man sollte Stress aus dem Weg gehen, also solche Konflikten aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist. Hier bin ich auch eher beim Ersteren, quasi so nach dem Motto, ja okay, sie musste einstecken, jetzt teilt sie auch ein bisschen so aus. Dass wir jetzt hier so den pazifistischen Weg gehen, nach dem Motto, okay, man muss auch mal die andere Wange hinhalten, sehe ich jetzt eher weniger. Man könnte halt hier wirklich halt den Weg gehen, dass man einfach das immer auswürfelt, aber ich würde hier eher tatsächlich zu Ersterem tendieren. Okay, sie wird zornig deswegen. Interessant. Na, auch das ist angenommen worden. Sehr schön. Das heißt, sie ist jetzt neugierig, zornig und feige. Und wir sind wieder Kulturoberhaupt der Schwaben. Wir müssen natürlich noch jemanden finden, der sich hier um unsere Katharina kümmert. Und das werden wir machen. Wir selbst können das ja nicht tun. Wir könnten ihn hier wählen. Aber ich glaube, wir lassen das einfach unsere Ehefrau machen. Ich denke, das ist in Ordnung. Und wir müssen hier noch einen Ausbildungsschwerpunkt auswählen. Wir werden es auswürfeln, wie immer. Es ist eine 5. Das heißt, wenn wir von hier anfangen, ist es tatsächlich hier die diplomatische Ausbildung. Okay. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Ratskanzler Ludbert wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt am Tisch des Rates. Ah, okay. Er versucht uns also quasi wieder so ein bisschen herauszufordern, wie damals unser Bischof. Das heißt, wir haben hier wieder mehrere Möglichkeiten. Wir werden das auswürfeln. Aber nur die ersten 3 Möglichkeiten. Das 4. sehe ich eher weniger, weil wir ja gesellig sind. Deswegen würfeln wir jetzt einfach aus. Es ist eine 6, das heißt, wir nehmen das untere. Eine subtile Drohung wird dem ein Ende setzen. Okay. Ja, das hat er als grausam empfunden. Wollen ja da unseren Standpunkt so ein bisschen durchbringen, was das angeht. Wir werden mal versuchen, hier uns mit unserem Brieffreund hier ein bisschen richtig anzufreunden. Und zwar mit dem Herzog von Toulouse. Das können wir direkt hier versuchen. Haben da auch gute Möglichkeiten. Passt ja. Hat ja auch funktioniert hier bei unserem Herzog aus Holland. Deswegen versuchen wir das auch hier. Und ich denke, sobald wir Herzog sind von Elsass, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch hier ein Bündnis mit uns eingehen werden. Wir können wieder mal einen Diplomatie-Lebenswandel-Punkt investieren. Möglichkeit wäre das hier, aber aktuell bin ich jetzt nicht so auf die Eroberung von
Wobei, da steht Titelschaffungskosten minus 20%. Das passt eigentlich dann doch ganz gut. Dann nehmen wir das, weil dann können wir unser Herzogtum, das wir hier erschaffen wollen, wesentlich einfacher machen. Wie viel würde es denn jetzt kosten? Nur noch 200 Dukaten, das können wir tatsächlich machen. Denn unser guter Ratsmarschall, der war fleißig gewesen und hat nochmal so 80 Dukaten geschaffen. Das heißt, wir können jetzt Herzog von Elsass werden. Und das tun wir auch. Sehr schön. Wunderbar. Damit ist er jetzt Herzog Magnus von Elsass. Sehr schön. Das heißt, wir sind erstmal da, was das angeht, ein bisschen gesättigt. Wir haben zwar noch zwei Ansprüche. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese jetzt aber durchsetzen werden, ist eher gering. Und neue Ansprüche werden wir erstmal keine fingieren. Vorerst. Ja, wir werden mal schauen, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein paar neue Ritter. Das stimmt. Wir könnten unseren Glaubensoberhaupt hier anfragen für Dukaten. Dafür würden wir 250 Frömmigkeit einsetzen. Ich denke, das machen wir, damit wir neue Ritter eben an unseren Hof bringen können. Wir warten mal, bis das ankommt. Unser Ruhm ist übrigens weithin bekannt. Anfreunden. Eine Frage des Vertrauens. Herzog Bernard von Toulouse wäre deutlich einfacher dazu bringen, mich zu mögen, wenn er nur an die Aufrichtigkeit meiner Versuche glauben würde. Er zweifelt offensichtlich an meiner Aufrichtigkeit, denn er gibt mir nur vage Antworten, zieht sich aus der Unterhaltung zurück. Ja, wir werden hartnäckig bleiben, aber mich nicht verstellen. Genau. Und hier kriegen wir das Geld. Sehr schön. Dafür haben wir zwar Meinung verloren und auch Frömmigkeit, aber das ist in Ordnung. Denn jetzt können wir hier Ritter einladen, was sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht werden wir auch demnächst mal hier eine Pilgerreise machen. Immerhin sind wir jetzt Herzog geworden. Genau. Machen wir das mal. Oh, das hat Prestige gekostet, kein Geld. Okay. Dann werden wir aber schauen, dass wir dann hier auch mal so ein Festmahl machen. Das dürfte Geld kosten. Und auch die Pilgerreise wird wahrscheinlich Geld kosten. Warten wir mal darauf, was für Ritter wir dann am Ende bekommen. Ein erster Ritter ist eingetroffen. Der gute Nikolaus von Eselsberg. Und der ist relativ fähig. Hat 17 Kampfgeschick. Ja, den werden wir auf jeden Fall nehmen. An den Hof rekrutieren. Kostet 35 Dukaten. Also kostet dann doch schon ein bisschen Geld. Und hier beim Militär werden wir ihn direkt einstellen unter den Rittern. Genau. Wenn wir ihn zwingen. Ja, wir zwingen ihn, dass er auf jeden Fall der Anführer davon ist. Dann weiß er auch, dass er ein Ritter ist. Man könnte für ihn jetzt hier noch eine Ehefrau suchen. Genau, er kann ja die Ratsspitzelin hier heiraten, die schwanger ist. Okay. Ja, da muss er sich hier um die ganze Familie... Okay, die hat schon 4 Kinder. Auch interessant, bei ihr weiß man ja nicht, wer der Vater dieser Kinder ist. Das weiß man bei niemandem. Aber ein Indiz dafür ist auf jeden Fall jemanden mit eher roten Haaren. Denn sie selbst hat keine rote Haare, aber alle Kinder. Interessant. Ja, sind die dann erstmal verheiratet. Schauen wir mal weiter, ob wir weitere Ritter bekommen. Der gute Jarl von Holland will immer noch kein Bündnis mit uns. Das bleibt uns also auch erstmal verwehrt. Aber vielleicht in der Zukunft sieht das besser aus. Aber wir haben uns angefreundet mit dem guten Herzog Bernard von Toulouse. Sehr schön, das heißt, wir sind jetzt Freunde geworden. Wir können dann direkt mal schauen, ob er auch ein Bündnis möchte. Wäre ebenfalls ein sehr starker Partner. Aber auch hier ist das erstmal ausgeschlossen. Was aber, wie gesagt, erstmal in Ordnung ist. Wie sieht es eigentlich mit ihm hier aus? Geht da ein Bündnis? Nein, weil er auch immer noch im Krieg ist. Okay. Aber würde es dann danach gehen? Nee, weil er ein Anspruchsteller ist. Der Anspruch auf unsere Titel?
Ah, tatsächlich Sundgau, okay. Ja. Okay. Es ist ein weiterer Ritter angekommen, und zwar Volkmar von Venice. Er wäre ebenfalls relativ stark. Ist ein fehlgeleiteter Krieger, aber wäre ein Plünderer. Das heißt, Überfalltempo wäre höher, ist für uns aber erstmal egal. Ich würde sagen, den nehmen wir dann auch. Abhängig davon, wie viel der kosten würde. Der würde nur 20 kosten. Das ist dann ebenfalls in Ordnung. Ich denke, wir werden auch mal für ihn hier direkt einen Ehepartner suchen. Vielleicht hier über Ehepartner finden. Genau. Hier wäre sogar jemand mit einem Anspruch. Ist natürlich die Frage, wie relevant das ist. Hier wäre jemand, der kerngesund ist. Das heißt, die Kinder könnten das ebenfalls werden. Oder hier, sie ist eine Riesin. Nach welchen Kriterien gehen wir da? Das ist natürlich auch die Frage. Vielleicht jemand, der auch schwäbisch ist. Das wäre vielleicht eine Sache, die vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Hier Schwaben. Oder es gibt dann doch noch einige Schwaben. Okay. Nehmen wir Isendrude. Genau. Okay, das hätten wir dann auch gemacht. Genau, sehr schön. Er müsste jetzt auch automatisch hier als Ritter angezeigt werden. Genau hier. Er ist dann auch direkt hier schon verlobt. Und was haben wir hier? Bekanntschaften schließen. Engeltrudis schien unser letztes Festmahl viel Freude bereit zu haben. Sie unterhielt sich prächtig mit allen dort, sogar mit den Erwachsenen. Ja, das werden wir auf jeden Fall begrüßen. Es schadet nie, neue Freunde zu gewinnen. Also das finden wir natürlich super. Sie ist ebenfalls gesellig geworden. Sie ist also feige, zornig, gesellig und neugierig. Eine sehr interessante Kombination. Bis jetzt sieht es aus, als ob sie einen ganz guten Bildungswert hat und auch Diplomatiewert. Sie ist mit unserem Ratskanzler befreundet, was auch sehr interessant ist. Bei unserem Sohn ist aktuell nur bekannt, dass er rauflustig ist. Und hat einen Freund. Oh, das ist ja natürlich bitter. Er ist befreundet mit Radbot. Das ist derjenige, der hier unsere Tochter, ja, quält. Ein Sinneswandel. Magnus möchte seit langem nur noch eines, einen Reifen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Er winkte einfach nur ab und meinte, das interessiere ihn längst nicht mehr. Okay. Es geht also darum, ob er sprunghaft ist. Ein Geist, der sich umentscheidet, ist ein gesunder Geist. Er muss sich in erster Linie dem widmen, was er bereits hat. Magnus muss lernen, dass man mir vertrauen kann. Wir sind treuherzig. Das heißt, wir wollen eigentlich haben, dass Leute. Also wir wollen anderen vertrauen. Ich denke, dass das ebenfalls auch so ein Wunsch ist, dass wir gerne haben wollen, dass auch Magnus uns vertraut. Deswegen würde ich das hier nehmen. Genau, dann würde er selber treuherzig werden. Da steigt natürlich die Anspannung. Und das führt jetzt dazu, dass wir erstmal überwältigt werden. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich in Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Oh, okay, interessant. Wir haben 3 Möglichkeiten. Wir könnten einen Ausflug ins Freudenhaus unternehmen. Wir könnten die alten Geboten lesen, oder ich beiße mir auf die Lippen und konzentriere mich weiter. Okay, also das sind schon krasse Sachen. Ich würde es auswürfeln, weil wir es tatsächlich nicht wissen.
Deswegen, ich würfel aus. Es ist eine 4, das heißt, wir nehmen das mittlere. Die alten Gebote werden mir helfen, rein zu bleiben. Okay, das heißt, wir verlieren Anspannung. Und wir geben 250 Frömmigkeit aus. Und wir verlieren eine Hingabestufe, okay. Das sind Karaismus. Oh, wir konvertieren zu einem jüdischen Glauben. Was Fragen religiöser Gesetze abbelangt, ist der Tanach die höchste und absolute Autorität. Die Rolle der Rabbis besteht nicht darin, die Regeln des Bundes neu einzuschätzen und anzupassen, sondern sie ihrer wörtlichen Bedeutung nach zu interpretieren. Oh, das heißt, wir konvertieren also. Interessant. Ja, werden wir machen. Haben wir ja so quasi ausgewürfelt. Damit haben wir erstmal unsere Anspannung verloren. Interessante Situation, damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt, wir müssen aber auch schauen, dass wir vielleicht hier, ja, sie würde sich, obwohl sie eine religiöse Eiferin ist? Interessant. Das kann aber zu Problemen führen mit unserem Glaubensoberhaupt, sondern mit unserem mit unserem Lehnsherrn. Das heißt, wir müssen da sehr überzeugend sein und müssen uns vielleicht da anfreunden und ähnliches. Interessante Geschehnisse auf jeden Fall. Okay, gut. Wir werden uns in der nächsten Folge näher damit beschäftigen und wie es jetzt weitergehen wird mit unserem Herzog Magnus. Ich würde mich sehr freuen, falls euch das Video gefallen hat, dass ihr eine Bewertung und auch einen Kommentar da lassen würdet. Falls euch das Video gefallen hat, redundanter Satzbau. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns, wie gesagt, hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Krumpas Bambuso.